Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Stray. Und bedauerlicherweise war das übrigens kein Checkpoint, denn ich spiele heute aktuell gerade ein paar Tage später, als ich das... Okay. Als ich das aufgenommen hatte, zumindest die letzte Folge. Und dementsprechend, ja... Muss ich jetzt nochmal 2 Minuten herlaufen, ist aber gar kein Ding. Und die Welt ist ja wohl wirklich atemberaubend schön. Ja, ich hoffe, dass ich das dann mittlerweile auch hinbekommen habe, dass ihr nun vernünftigerweise auch mal irgendwie ein Bild für eine Folge seht. Denn ich habe jetzt endlich mal wieder Photoshop installiert. Ich habe die alten Sachen mal rübergezogen und dann werde ich mich da jetzt hoffentlich mal drum kümmern, dass ich zukünftig wirklich wieder, ja, Folgenbildchen mache. Muss mich da mal informieren, wie man es aktuell macht. Vielleicht gibt es einen neuen Trend, den ich jetzt übersprungen habe durch meine letzte recht lange Pause. Und heute gerade mal echt entspannt Zeit und ich hoffe, dass ich ein bisschen spielen kann. Und ich bin auf alle Fälle bester Laune und habe richtig Bock. Und sind wir mal ganz ehrlich, das merkt man immer und deshalb nehme ich immer am liebsten nur dann auf, wenn ich nicht gestresst bin. Ja, was halt mit Arbeit und so weiter aber schwer ist, aber hey, heute ist es der Fall, also legen wir los. Die Stadt hat eine zylindrische Form mit einem Durchmesser von 54 Metern. Hilfe, 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 das war viel zu schnell. Wie kann ich denn hier eigentlich durchscrollen? Kann ich da irgendwie so rechts was machen? Kann ich damit mit dem Ding was machen? Oder muss ich die Pfeil... Okay, ich kann die Pfeiltasten unten nutzen. Dann probieren wir das nochmal. Also, die Stadt hat eine zylindrische Form mit einem Durchmesser von etwa 450 Metern. Es gibt eine Ebene über der unsrigen. Die Stadt scheint eine Kuppel zu haben. Wenn ich meinen Büchern glaube, liegt dahinter ein großer blauer Himmel verborgen. Tja, dann würde ich noch mal sagen, wir sind hier tatsächlich beim Richtigen angekommen. Im Übrigen dürft ihr mir gerne mal sagen, wie ihr das jetzt findet mit 60 FPS. Also ich finde, es sieht einfach deutlich flüssiger aus. Und ja, mit 30 FPS ist es, glaube ich, schon grenzwertig. Okay. Das ist eine überaus kluge Katze. Ja, Mann. Hilfe? Hilfe! Komm schon, runter mit dem Ding. Was? Hilf! Ja, das ist typisch Katze. Das macht die Katze meiner Mom auch immer ganz gerne. Die springt super gern in so Papptüten rein. Ihr wisst ja, Katze und Pappe. Habe ich ja schon erzählt. So, dann haben wir hier noch irgendwie so ein Toy. Das Einzige, was fehlt, sind Leckerlis. Achso, das ist wieder nur das, wo ich mir hier diese scharfen Dinger ein bisschen... Man kann Außenweltler... Eieiei. Die diskriminieren ihn doch hoffentlich nicht. Da würde ich sagen, hallo. Das wird niemals funktionieren. Warum habe ich sie gehen lassen? Jetzt bin ich ganz allein. Hey du, was willst du? Ich würde mal sagen, wir zeigen ihm erstmal hier so ein Bild. Das ist ein Bild von der Außenwelt. Willst du dorthin gehen? Mach dir nicht die Mühe, es ist nur Zeitverschwendung. Es wird dir nur Einsamkeit und Verzweiflung bringen. Meine Freunde hatten diesen Traum auch. Aber jetzt sind sie weg und ich bin ganz allein. Das ist echt schade. Aber ich glaube, das sollte einen nicht davon abhalten, das einfach mal zu probieren. Ich weiß nicht, wo sie gelandet sind. Ich habe versucht, sie zu kontaktieren. Aber dieser Sendeempfänger funktioniert nicht. Meine Freunde und ich haben zu unseren Recherchen über die Außenwelt Notizen gemacht. Hier, nimm meine, wenn du wirklich nach draußen willst. Yeah! Du bist auf dich allein gestellt. Ich bin fertig mit der Außenwelt. Viel Glück. Ey, das ist ja mega traurig. Mumu scheint sehr traurig zu sein. Er vermisst seine Freunde. Lass mich einen Blick ins Notizbuch werfen, das er uns gegeben hat. Das Manifest der Außenweltler. Wir müssen um jeden Preis die Außenwelt erreichen. Wir müssen unsere Brüder und Schwestern schützen. Wir müssen uns von den Zurks fernhalten. Ah, das sind diese fiesen Viecher.
die mich fressen wollten. Es ist unterschrieben mit Clementine, Balthasar, Doc und Momo. Es sieht so aus, als ob Momos Name später hinzugefügt wurde. Ich denke, wir sollten die anderen Notizbücher finden. Können wir ihm vielleicht noch irgendwie was zeigen? Hey, kleine Katze, suchst du immer noch nach diesen nutzlosen Notizbüchern? Bin ich jetzt auf Telefonbücher gekommen? Ein Notenblatt. Ich spiele kein Instrument. Tut mir leid. Dann probieren wir es hier nochmal. Notizbuch von Clementine. Oh, du hast die Notizen von Clementine gefunden. Sie war wirklich mutig, weißt du? Die furchtloseste Person, die ich je getroffen habe. Und wenn ich ihm jetzt nochmal seine eigenen Sachen zeige? Das ist mein Notizbuch. Ich war der Letzte, die sich den Außenweltlern angeschlossen hat. Und ich bin auch die Letzte, die noch übrig ist. Gut. Dann würde ich mal sagen, reicht das erstmal. Und wir sehen uns um. Vielleicht kommen wir hier zu ein paar Notizbüchern. Hat er denn hier noch was liegen? Oder sie? Ist ja eine sie. Ist ziemlich schwer, so einen Roboter zu erkennen, welches Geschlecht er denn nun hat. Vielleicht da hinten? Oh. Merken. Back Home 2. Oh, wieder zu Hause. Ich erinnere mich an dieses Videospiel. Es wurde kurz nach meiner Erschaffung herausgebracht, glaube ich. Ich kann mich kaum noch daran erinnern. Der Wissenschaftler und ich haben viel Zeit damit verbracht, es zu spielen. Es hat Spaß gemacht. Es fehlt mir. Warum kann ich mich nicht an seinen Namen erinnern? Tja. Aber so langsam wird das doch. Also, er findet immer mehr Erinnerungen wieder. Und was ist deine Meinung zu der Kuh? Ich bin Kuh-Fan. Ich mag Kühe. Kühe sind so lieb. Er ist jetzt nicht hier, oder was? Na gut, dann würde ich sagen, versuchen wir uns einfach hier mal so durchzuzwingen. Vielleicht finden wir hier die Notizbücher. Kann ich da nicht hochspringen? Ein Notenblatt. Dann zeigen wir das mal B12. Das ist immer locker, immer cool. Das würde ich gerne mal auf Gitarre hören. Suchen wir das mal kurz, drehen es ein bisschen. Ja, mehr ist nicht drauf. Ist hier nicht mehr? Also das ist was, was ich jetzt nicht ganz so cool finde, ist, dass man wirklich nicht überall drauf springen kann. So, wie sieht es denn hier aus? Cool. Vielleicht kommt er dann und öffnet uns die Tür oder so. Schön. Gleich mal Andenken hinterlassen. Wird ihn bestimmt freuen. Hier kommen wir nicht raus. Jetzt sag nicht, das war's jetzt echt schon. Da hoch kann ich nicht springen. Der Tisch ist ziemlich egal. Mit dem Bild kann ich nichts anfangen. Also mein Ausflug zum Momo war jetzt nicht unbedingt der erfolgreichste, ne? Ich dachte, das bringt uns jetzt irgendwie krass weiter oder so. Aber so wirklich hat uns das jetzt nicht weitergebracht. Warte mal, da oben ist noch was. Übersetzen. Erde. Die Erde ist der dritte Planet von der Sonne und hinsichtlich Masse und Durchmesser der fünftgrößte im Sonnensystem. Bis heute ist sie das einzige Himmelsobjekt, das bekanntlich Leben beherbergt. Ja. Okay, das war's. Jetzt war Momo ja ehrlich gesagt nicht so die Adresse, die uns wirklich krass weitergebracht hätte. Wie kann ich ihn jetzt nachsehen, was unser Auftrag ist? Ich muss mal ganz kurz mich mit B12. Kann ich nicht mit B12 reden? Einfach nur E drücken oder was?
Außenwäldler, na gut. Aber du hast doch auch so irgendwie einen bestimmten Tipp für mich. Hat er nicht. Wo war denn das? Jetzt mal im Ernst. Konnte ich nicht irgendwo die Ziele sehen? Tja. Das hat uns jetzt was gebracht. Ich bin leicht verwirrt. Naja gut, ich würde sagen, lass uns zum Musiker gehen. Dieses Symbol an der Wand stimmt mit dem auf dem Notizbuch überein. Welches Symbol auf der Wand? Ach, da drüben. Okay. Wir waren bereits an diesem Ort, aber wir könnten nachsehen, ob es noch andere solche Zeichen gibt. Ja, könnten wir. Da drüben gibt es noch so ein Zeichen. Also muss ich vermutlich irgendwie darüber. Mit dem Ding könnte ich jetzt da runterfahren und komme ich hier irgendwie rüber? Ja, da würde ich rüberkommen. Ich würde sagen, nehmen wir mal den Weg runter. Gut, also wir wissen, dass wir auch hier hin sollten. Denn sonst hätten sie das wohl nicht hierhin gebastelt. Komme ich da so rüber? Muss mal kurz schauen. Ich komme da hoch, ne? Also gerade hätte ich schwimmen können, dass ich da hochkommen wäre. Left alt miauen. Okay, der will nicht mit mir reden. Hallo? Vorsicht, ich muss mich konzentrieren. Ich will nicht noch einen Eimer fallen lassen. Tja, Vapora ist jetzt nicht so... Darüber? Jawohl, kann ich. Bringt mir nur leider nichts. Ja, da unten ist der Wächter. Ich meine, klar, ich könnte jetzt mit dem Notenblatt nochmal runtergehen zu dem Musiker. Und ihm irgendwie noch was geben, aber ich will jetzt erstmal da drüben hin. Ja, wie komme ich denn da wieder hoch? Da muss ich also hier hoch. Dann da hoch. Darüber. Na, probieren wir es mal. Vielleicht hat die da drüben gewohnt. Vielleicht war es die direkte Nachbarin. Von der guten Momo. Mua. So, da will ich jetzt erstmal nicht hin. Wir springen nochmal zu diesem Space da hoch. Space sage ich schon. Da hoch und dann kann ich da rüber springen. Das sieht doch gut aus. Ich glaube, wir müssen hier hin. So, dann übersetze mal. Belüftungsstromversorgung. Okay. Jetzt belüftet sich hier erstmal gar nichts. Der Ding ist aus und ich könnte da jetzt vielleicht runterhüpfen, aber kann ich da auch hochhüpfen? Na gut. Dann würde ich sagen, rein da mit uns. Schauen wir uns doch mal um. Das sieht fast so aus, als würde der Barkeeper hier wohnen, oder? Er wäre zumindest ein guter Freund gewesen von der Guten hier. Ich glaube, das war Clementine jetzt, ne? So, wir werden erstmal schnell was trinken. Wasser ist wichtig. Okay, sollte hoffentlich reichen. Ich hänge fest. Da ist was drin. Also ich hoffe, das ist jetzt... Ja, ist rausgefallen. Sehr schön. Hallo?
Notizbuch von Zabaldasar nehmen. 2 von 4. Gute Arbeit, ein weiteres Notizbuch. Das hier scheint jemand namens Zabaldasar zu gehören. Alle Spuren organischen Lebens sind verschwunden, bis auf das, was wir die Zirks nennen. Sie scheinen fast alles zu fressen, was sich bewegt, und vermehren sich mit einer unvorstellbaren Geschwindigkeit. Als ob es nicht schon schwer genug wäre, in dieser Stadt eingesperrt zu sein. Lass uns die anderen Notizbücher finden. Ja, ich würde mal sagen, dann haben wir einen Auftrag, wa? Da ist noch was. Zerkratze ich das denn jetzt nur oder mache ich das runter und das fällt da runter? Ah! So kann ich mir Wege frei machen. Sehr schön. Das ist eine putzige Idee. Aber gut, das muss man denen lassen. Die haben jede Menge davon. Und ich habe immer noch nicht nachgeguckt, woher ich jetzt Annapurna kannte. So, ich soll wohl hier hinhüpfen. Soll ich dann da drüben drüber weiter oder hier wieder hoch? Sind das noch die Farbheinis? Das sind noch die Farbheinis. Nee, komm. Das muss doch wieder irgendwie so das Zeichen gewesen sein, dass wir da irgendwie runter sollen, oder? Kann ich mir ja gar nicht anders vorstellen. Erstaunlich, die Gefährten haben sich enorm weiterentwickelt. In den Anfängen ahmte ihre einfache KI die menschliche Kunst lediglich nach. Jetzt haben sie ihre ganz eigene. Die Menschen haben oft gesagt, dass es in verzweifelten Situationen wichtig ist, künstlerisch tätig zu sein. Dies sind zweifellos verzweifelte Zeiten. Und wieder ein Stückchen Erinnerung. Na, ich sag's doch, wir sind auf dem richtigen Weg. Drücke 1, um B12, um Hilfe zu bitten. Ich glaube, die Außenweltler scheinen in den oberen Wohnungen zu wohnen. In diesen engen Gassen werden wir nichts finden. Das mag sein, aber ich werde dort unten vielleicht dem einen Typ noch irgendwie was geben können. Nämlich zum Beispiel so ein weiteres Notenblatt. Ne? Und das werde ich dann in der nächsten Folge machen. Ich bedanke mich mehr fürs Zusehen, ich wünsche euch was und ciao.